viele fragen mich immer, warum machst du das, was du machst gerade? Also ihr werdet euch wahrscheinlich denken, der macht Mathe-Videos und sonst nichts. Wenn ihr euch 2-3 Stunden gebt, 1-2 Podcasts gehört habt, merkt ihr, ich bin sehr umtriebig, wer mich vielleicht verfolgt in den Stories, außer dass ich gestern pumpen war, brauche ich zwischendurch, muss manchmal ein bisschen trainieren gehen. Ich bin morgen früh wieder auf dem Weg nach München, bis Sonntagabend, montags geht weiter, eigentlich 7 Tage. Weil es mich, vielleicht habt ihr es auch in dem Podcast vorhin gemerkt, ich kann manche Sachen einfach nicht verstehen, weil ich jetzt seit über einem Jahrzehnt in diesem Bereich Bildungssystem, Transformation dabei bin. Und ihr müsst euch vorstellen, ich habe schon so viel gehört, was man machen könnte. Ja? Und dann macht man eine Machbarkeitsstudie, da kommt raus, ja, könnte man wahrscheinlich machen. Und dann kommt die nächste Studie und es passiert einfach nichts. Und vielleicht kurz der Hintergrund, weil das so die Standardfragen sind, falls ihr es nicht wisst, ich habe 2001 Abi gemacht. Ja? Also wirklich ich musste zur Bibliothek fahren, dort ganz lange suchen nach einer Wissenseinheit, klassisches Abitur, der Mathelehrer hat sich so gefreut, dass die schwierigste Klausur ausgewählt worden ist, kein Zentralabi, kein iPhone, kein Google, kein eigentlich praktisch kein Internet, das war sehr langsam. Und in dieser Phase, ihr habt mich ja kennengelernt, was hätte ich wohl gemacht? Also ich habe immer gerne anderen Menschen geholfen, vor allen Dingen in Mathe. Ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, also ich wäre der erste Akademiker in meiner Familie geworden. Deshalb habe ich gesagt, dann gehe ich studieren, um die Eltern stolz zu machen. Und habe dann Mathe unter anderem auf Lehramt studiert. Ja, so, jetzt könnt ihr euch ja vorstellen, was wäre gewesen, wenn ich Lehrer geworden wäre. Ich kann es mir gar nicht erahnen. Ich wäre dann irgendwie in den 2000ern in dieses Schulsystem gekommen. Wahrscheinlich wäre ich auch dort ausgebrochen. Ja, weil es wäre, weißt du, man beschäftigt sich dann mit neuen Sachen und 2005, 2006, als YouTube anfing, waren natürlich viele Katzenvideos da, viele, viele Sportvideos, viele Gamer, die sich gefilmt haben, wie sie Gaming gemacht haben, was auch schön ist und spannend ist, und deshalb habe ich Eli Geller angesprochen, bei dem ich jetzt gerade im Livestream war, völlig neue Welt, kann auch sehr interessant sein. Ich hatte halt immer eine grundsätzliche Motivation, Wissen zu teilen und verfügbar zu machen, unabhängig vom Geldbeutel. Und In den 2000ern habe ich parallel zum Studium Tennistraining gemacht, habe dann auf dem Tennisplatz nebenbei Nachhilfe gemacht, habe viel Informationen, Erfahrung gesammelt, was ist, wenn du eine spezielle Frage hast. Ich kenne die ganzen Schmerzen von, ich habe jetzt eine Klausur und es scheitert oftmals nur an diesen Mini-Fragen, sage ich mal, wenn ihr einfach nicht wisst, was eine Potenz ist. Ja? Also würde sich jetzt einer trauen, hier nach vorne zu kommen und mal eben kurz in 30 Sekunden erklären, was eine Potenz ist? So ist eigentlich ganz einfach, selbst wenn es euch nicht trauen würde, könntet ihr jetzt hergehen, und ihr müsst euch nochmal vorstellen, 20 Jahre zurück, keine Chance, irgendwo Bibliothek oder irgendeinen Fragen, ihr könntet jetzt YouTube zum Beispiel aufmachen und ob es mein Video ist oder von Lehrer Schmidt oder von Dorf Fuchs oder von wem auch immer, ihr werdet innerhalb kurzer Zeit wissen, eine Potenz ist, das ist eine Basis, hoch Exponent, 2 hoch 3, das Gesamte heißt die Potenz, vielleicht kommt auch die Feuerwehr und hilft noch zusätzlich mit dabei. Und dann könntet ihr nach vorne kommen und das dann auch erklären. Und jetzt sind wir bei einer wichtigen Zukunftsfähigkeit, dann müsst ihr aber auch erstmal euch trauen, nach vorne zu kommen. Denn alles ist eigentlich verfügbar, und ich sag mal, was sind so Kompetenzen für die Zukunft? Das ist wirklich, sich jetzt zu trauen, hier hinzugehen. Ja, aber oh Gott, also ihr kennt auch die Studien, wenn man aus der Schule kommt, hat man vor 2 Sachen richtig Angst. Einmal hat man richtig Angst vor dem Tod und einmal vor mehr als 5 Personen zu sprechen. So, das sollte man aber eigentlich gar nicht haben. Ich weiß auch noch, wie ich schweißgebadet war, als ich so die ersten Vorträge halten sollte. Also wirklich so ein trockener Mund, und selbst bis heute ist das noch so, ne, wenn da jetzt auf einmal 2000 Leute sind. Aber einfach rein, weil ich sage mir auch so ein Podcast, was kann mehr passieren, als dass er völlig in die Hose geht, ja? Aber du lernst halt daraus. So, in den 2000ern, da war da natürlich nicht die Rede davon. Ich habe mich halt, wie vorhin angedeutet, damit beschäftigt, dass in den USA halt hochdekorierte Professoren ihre Inhalte kostenlos bereitgestellt haben. Ich habe das einfach nicht verstanden, warum das Deutschland nicht macht. Und habe mir dann gedacht, ich kannte ja aus der Nachhilfe die Rückmeldung, dass ich mir nicht unbedingt 1,5 Stunden angucken muss. So, also wenn ihr jetzt euch beibringen solltet, was eine Potenz ist oder was auch immer, dann wollt ihr ja nicht unbedingt 2 Stunden lang einen Schnarchnasenvortrag haben, sondern mal eben, du kannst es doch auch in Kürze erklären. Und da geht es jetzt nicht darum,
Da habe ich viel Kritik für bekommen, für die kurzen Einheiten. Und ich sag mal, 5 Minuten waren eigentlich 2011 keine kurze Einheit. Ne? Also heute ist TikTok, bumm, direkt, ne? Tür eintreten, Flugzeug explodiert, nur dann bleibe ich dabei, ansonsten kriege ich die Attention nicht. Das meinte ich vorhin damit, Mensch, ihr müsst euch echt auch mal die Zeit nehmen, um die Chancen dann zu nutzen. Jetzt unabhängig davon, ob ich fähig bin, mir komplett alleine was beizubringen. Wirklich, ich weiß, wie schwer das ist, einfach mal in Ruhe einen Vortrag zu gucken oder ein Video. Und viele haben halt gesagt, ja Daniel, Aufmerksamkeitsspanne, du trägst dazu bei, dass alle immer schlechter werden. Ja, die gucken sich nur noch die Videos kurz an, die verstehen überhaupt keine Dinge mehr. Und als ich 2011 angefangen habe, da gab es natürlich auch keine Studien. Ich hatte natürlich nicht 10, 11, 12 Jahre hinter mir, wo wirklich die Kommentare dann ja auch sind. Nee, ich habe wirklich, also es geht wirklich bis in Masterstudiengang in Statistik. Ich habe mir halt mehrere Videos angeguckt und ich habe immer noch mit Kommilitonen mich ausgetauscht. Ich habe immer noch zusätzlich Materialien gehabt. Und in dem Mix hatte ich einfach die Chance, meinen Lebensweg weiterzugehen. Ich hätte meinen Bachelor überhaupt nicht weitermachen können oder erreichen können, weil ich an dem Mathe-Schein 2 im Ingenieursstudiengang gescheitert wäre. Weil ich konnte mir einfach nicht die 200 Euro leisten, mir einen einzigen Tutor vor Ort hinzuholen. Dann habe ich 2011, ich habe tatsächlich ein eigenes YouTube damals probiert. Ja, also das war wirklich wie eine Streaming-Plattform, ohne Werbung, schön auf deutschen Servern, alles konform und ich habe Schulen abgeklappert, ich bin zum Messen gefahren, ich habe gesagt, schaut mal, wir müssen das Rad gar nicht neu erfinden, aber das läuft in den USA und da gibt es schon die Khan Academy, wer die nicht kennt, Salman Khan hat schon 2007 mit einem YouTube-Video angefangen, um seiner Cousine noch extra Einheiten zu geben, auf einmal hat er das bei YouTube hochgeladen und Millionen von Menschen waren mit dabei. So, ist ja, das ist doch nicht, also ist ja gar nicht so, ob das was bringt, es hilft additiv. Dann könnt ihr euch ja vorstellen, ich habe dann gesagt, aber wenn ihr das den Schülerinnen und Schülern, den Studentinnen und Studenten ermöglicht, ihr müsst halt nur ein paar Euros zahlen, damit die eben nichts zahlen müssen. So, und so weit kam ich gar nicht, Geld zu bekommen, weil es bringt eh nichts. Also Videos werden sich nie durchsetzen. Das war der Standard dann in Deutschland. Ich so, okay, dann nicht. Und die eigene Plattform, und ihr müsst auch wieder vorstellen, 2011, 12, 13, da waren wir nicht bei minimalen Kosten auf einem Server, die Videos zu hosten etc. Das hat echt viel Geld gekostet. Ne? Und ich habe da echt Gelder auch verbrannt. Und dann musste ich es halt einfach einstellen. So, das wissen die wenigsten. Aber YouTube war halt eben, lief halt. Ne? So, warum? Und jetzt ist die Frage, ja, und das ist dann eben die Kritik. Aber Moment, was ist schon kostenlos auf der Welt? Denn das ist jetzt ein anderes Thema, welche Daten gebt ihr preis? Aber durch die Übernahme von Google, YouTube lief als Videoplattform immer stabil und selbst ein MIT oder Stanford als Universität hatte die Rückmeldungen, die habe ich ja schon unten drunter durchgesuchtet sozusagen, wie dankbar die Leute sind, dass die Inhalte einfach kostenlos bereitgestellt worden sind. Und ja, sicherlich konsumiere ich über eine amerikanische Plattform, aber hey, ich gebe ja jetzt nicht unten drunter meine Mastercard-Nummer parat oder irgendwelche Geheimnisse, sondern ich kriege von einem Professor, also ich glaube, das ist immer, selbst heute ist das noch nicht klar. Ihr könnt gleich auf YouTube eingeben, Gilbert Strang, der hat jetzt vor 2 Wochen den letzten Kurs gehabt, der steht an einer Kreidetafel, jetzt auch nicht irgendwas Elektronisch, der steht an der Kreidetafel. Und der ist so nett. Also ich garantiere euch, ihr kriegt auf einmal Bock auf Mathe. Ja? Wenn das bei mir, Lehrer Schmidt, Simple Club oder wem auch immer nicht habt, das ist der Wahnsinn. Und da sind wir auch bei dem Thema, es ist überhaupt nicht abhängig von einer einzigen Person oder von einem einzigen Content-Stil, ob das jetzt Comic-Stil ist oder ob Dor Fuchs singt oder ob ich ein bisschen wie ein Ausbilder spreche. Man kann sich es praktisch aussuchen und der eine möchte lieber den knuffeligen alten Professor haben. Also, und ich war in so einer völligen Euphorie und bin dann aber sozusagen bei YouTube klein gestartet, weil die ersten Videos hatten halt ein paar hundert Aufrufe. So, und dann überlegst du dir halt, was machst du jetzt, weil da war kein Businessmodell dahinter. Ne? Also ihr müsst euch vorstellen, man produziert hochwertige Inhalte, das ist alles Zeit. Ne? Jede Lehrkraft wird bezahlt, jeder Professor wird bezahlt, jede Arbeitsleistung wird bezahlt. Ich habe teilweise sonntags einfach, ich weiß noch, wie ich in meinem Zimmerchen unten bei den Eltern, immer noch, ich habe sehr lange noch bei den Eltern gewohnt, das wissen auch die wenigsten, jetzt ist es öffentlich, bald. Dann habe ich so, ich habe Bierkästen übereinander gestapelt und habe dann die weiße Tafel draufgesetzt und auf so einem Couchtisch die Kamera aufgestellt. Das kriegt man, ein paar Videos kriegt man es wirklich raus. Und habe sonntags teilweise 30, 40 Videos produziert. Ja? Mit ein bisschen Skripten, aufnehmen, dann hochladen, bearbeiten.
Und ich wusste eigentlich gar nicht, wenn ich jetzt so selber drüber nachdenke, warum habe ich das eigentlich gemacht? Ne? Keine Ahnung, irgendwas habe ich da gesehen. So, auch in den 5 bis 8 Minuten immer so im Schnitt. Immer weitergemacht. Bisschen über Wasser gehalten, so nebenbei die Brötchen verdient. Und dann kam tatsächlich 2015 so ein erstes Angebot, wo man gesagt hat, das war ein Konzern, mehr sage ich nicht, weil die echt tolle Anwälte haben. Und die haben dann gesagt, Daniel, und ich, so viele Anwälte kann ich mir gar nicht leisten, aber die haben dann gesagt, pass mal auf, ist doch total toll. Ich war da so bei 30.000, 40.000 Abonnenten. Ich meine, 2015 für Matheinhalte, ne? Das dürft ihr nicht mit heute vergleichen. Ne? Also TikTok schnell und zack und Multimilliarden, 40.000 Follower für Mathe. Die haben dann gesagt, du, tolle Möglichkeit, Buyout. Ja? Also hier hast du ein Köfferchen voll Geld. Ja? Schlägt man ja nie eigentlich auch. Genau, wow, Geld. Muss halt nur die Videos abschalten von YouTube. Ne? Dann habe ich versucht zu erklären, aber warum? Ich meine, das ist doch total der blöde Ansatz. So. Aber es war so, ich weiß nicht, das war so was typisch Deutsches irgendwie. Ne? Aber war halt auch lukrativ, plus dann noch da eine Abteilung leiten und etc. Und dann bin ich so, wie ich bin, oder war so, wie ich war und immer noch bin, und habe dann Nein gesagt, und dann macht sich die eine Tür, die schließt sich, dann macht sich aber die nächste auf. Und dann gehst du so ein bisschen weiter, dann kriegst du noch ein Angebot zwischendurch, und dann habe ich mir irgendwann gedacht, okay, da war auch noch von Brandbuilding, also so von Markenkooperation noch keine Rede. Also es war wirklich ein Durchhalten, auch wenn mich immer viele fragen, was wäre denn so eine Fähigkeit, die ihr echt braucht? Ich kann euch eine Fähigkeit sagen, Beharrlichkeit. Viele wollen heute schnell und zack und noch ein Unternehmen gründen, Startup, Investment, skalieren, raus, weg, zack, schnell, Beruf, ruhig, ihr habt echt Zeit, ja, und irgendwie dranbleiben, ne? Und dieses Find Your Passion, lasst das. Also die wird euch schon finden. Ja, weil alle, die das sagen, ja, sind Multimilliardäre und haben im Quadrat gekotzt Jahrzehnte. Ne? Also die werdet ihr schon finden. Also man muss euch erstmal abholen, man muss erstmal ausloten, was ihr macht. Für mich war es halt immer so als Basis, Wissensinhalte teilen, vor allem bis heute. Also bis heute, der Jan ist also wenn ihr auf meinen Kanälen wirklich tolle Videoproduktion findet, ist die nicht von mir. Ja? Ich mache bis heute selbst, drücke ich in meinem Kämmerchen auf den Knopf, gehe dann an die Tafel, gehe wieder zurück, drücke wieder drauf. Deshalb werdet ihr bis heute die Videos immer so sehen, dass ich so reintapse und wieder rausgehe, weil die mache ich selber. Da ist dann auch kein Schnitt, kann ich nämlich auch bis heute nicht, sondern ich nehme einfach diese 5 Minuten, das beruhigt mich auch bis heute, kann ich euch sagen. Ja? Ich weiß, da habt ihr jetzt keine Glücksgefühle, aber 5 Minuten Differentialgleichung aufnehmen, beruhigt mich. Und teile das auch weiter auf YouTube, weil YouTube als, ich sag mal, Social-Media-Plattform immer noch diese Mechanik hat, dass ihr dort bis heute noch hingehen könnt und nicht irgendwie euch im Feed verliert und keine Struktur habt. Weil ihr habt auf YouTube eben so Playlisten bei mir oder bei anderen, das hat, weiß ich nicht, so ein bisschen Ruhe noch. So. Trotzdem habe ich natürlich eigene Plattformen weiter probiert. Und welche habe ich natürlich probiert? Ich habe mir gesagt, was ist denn, wenn man jetzt ein Video geschaut hat und trotzdem noch eine Frage hat, aber eben nicht die Möglichkeit hat, irgendwo hinzufahren und sich sogar noch einen Tutor zu leisten? Deshalb habe ich dann überlegt, okay, dann probiere ich eine Plattform, wo man eben die Frage stellt, man kann es auch vielleicht ganz plump Forum nennen, und kriegt dann Hilfe. Ja, und von wem kriegt man Hilfe? Offensichtlich sind ganz viele Menschen intrinsisch motiviert, nebenbei zu helfen. Ob das jetzt Studenten sind, selbst Lehrkräfte. Und dann habe ich gesagt, ja, dann probier doch einfach mal. Und auf der Plattform läuft einfach ein kostenloser Austausch. So, und dann gehst du weiter. Und dann überlegst du wieder. Und jetzt könnt ihr euch ja vorstellen, was war wohl ein lukratives Angebot für diese Kombination aus? Ich habe jetzt mittlerweile knapp 3.000 Videos. Und 3.000 Videos nicht nur mit, ich fange bei Bruchrechnung an, sondern wirklich bis komplexe Analysis für Studiumsinhalte. Plus eine Mechanik, dass du auch noch zusätzlich Hilfe bekommst. Was wäre wohl dafür ein lukratives Angebot? Und was wäre für mich, ne, was ich immer sage, wäre so typisch deutsch, pack das doch in ein Haus, also in ein App-Haus, ja? Sagen wir mal Mathe bei Daniel Jung App. In der Grundversion ist es kostenlos, ne, zum Angeln. Komm rein. Freemium-Version. Und dann kommt's und dann ist es so toll, und für einen Zehner im Monat kriegst du auch noch, weiß ich nicht, ein extra Video und noch einen Inhalt und sonst was. Das war so vor 2, 3 Jahren, wo unglaublich viele Investoren da sehr viel rein investiert haben und viele gesagt haben, das ist doch total toll, wann kannst du in so Businessplänen sagen, ah okay, Daniel Jung, ich erreiche so pro Monat
2 Millionen Menschen, also ihr dürft nicht auf die Abozahlen gucken, sondern wirklich auf die Interaction Touchpoints, ja, so richtig geile Fremdwörter. Davon kriegst du 10% in so eine Freemium-Version und davon nochmal 10%, ja, da kannst du schön hochrechnen, nicht nur für Mathe, sondern dann machst du das in deinem Whiteboard-Stil, auch für Bio und holst dir andere Creator ein. Ich habe gesagt, das ist doch totaler Humbug. Dann habe ich gesagt, die Welt tickt doch eh anders, es geht um ganz andere Kompetenzen, es geht um ganz andere Sachen. Da habe ich mich ein bisschen durchgewurstelt und habe denen dann aber schon davon gesprochen, welche Möglichkeiten hat KI? So, und ich halte euch jetzt keinen Vortrag über, ich kann euch nur sagen, es schadet nicht, sich mal über künstliche Intelligenz ein bisschen zu informieren, da haben wir vorhin drüber gesprochen, was ist maschinelles Lernen, sind diese Large Language Modelle, was ist ChatGPT, was steckt dahinter? Es kann echt spannend sein, es gibt super Vortragende, die ihr auf YouTube bei TED Talks konsumieren könnt. Ich habe da vor 2-3 Jahren drüber gesprochen mit einem Hintergrund. Und das ist jetzt praktisch so, es nennt sich Elevator Pitch. Also ihr werdet jetzt Investoren, ihr hättet alle die Koffer voll Geld und ich müsste euch jetzt überzeugen. Und ich hätte eine Idee, dass ihr nicht mehr auf YouTube gehen müsst, als Basisplattform, um ein Problem in Mathe einzugeben, kriegt dann ganz viele Vorschläge an Videos mit Werbung und ganz viel Ablenkung, sondern ihr packt die Werbung weg, ihr packt auch die Ablenkung wie Fortnite und Co. weg, sondern ihr habt nur entweder meine Inhalte an Videos oder Lehrer Schmidt. Und ihr kommt aber nicht nur zu den passenden Videos, sondern auch noch an die passende Stelle. Das wird eure Zeit, an die passende Einheit zu kommen, was ist eine Potenz, nochmal verkürzen. Und nicht, dass ihr wie Goldfisch unter 6 Sekunden einfach euch nur irgendwas reinballert, sondern dass ihr in kürzerer Zeit wirklich Dinge versteht. Und dazu habe ich letztes Jahr ein Forschungsprojekt mit Bitten und Betteln, ja, wo das Land Baden-Württemberg dann gesagt hat, wir packen da ein paar 100.000 Euro rein, gestartet. Es ist ein super Konsortium mit dabei. Und was ich jetzt gerade mache, ist ein ellenlanger Kampf in Gesprächen mit Stiftungen, Privatinvestoren zu sagen, ich fange jetzt nicht wieder an, wie vor 2 Jahren euch zu erklären, warum ich daraus nicht die Mathe bei deiner Jung-App mache, sondern eine Open-Source-Plattform, die die Inhalte von mir bündelt, von Lehrer Schmidt, von ganz vielen tollen, engagierten Lehrkräften. Vielleicht fangt ihr hier an, wenn ihr Kurse macht, die aufzunehmen, die kommen auch rein. Und du findest die schnell vor, du connectest dich und das ist für mich ist es einfach Basiswissen, ja, eine Potenz, die muss ich nicht monetarisieren, die findet ihr irgendwo. Ihr gebt nur zu viel Zeitpreis. Das heißt, alle Modelle, wo ihr Geld dafür zahlt, um digital schnell an Informationen zu kommen, verkauft man euch einfach nur eine Zeitersparnis. Und wie ihr mich erlebt habt, ich kann das einfach nicht verstehen. Vielleicht geht das auch in die Hose, aber ich glaube einfach jetzt, und da hat tatsächlich ChatGPT. Und was dahinter steckt, ist einfach eine Firma, die es auch schon ganz lange gibt, die einfach ChatGPT einfach nur, das Modell, was dahinter ist, gibt es auch schon länger. Es war nur das erste Mal, dass wir damit rumspielen dürften. Ihr habt seit ganz vielen Jahren schon Kontakt zu künstlicher Intelligenz. Wer von euch hat schon mal auf einen Übersetzungsbutton auf Instagram oder sonst irgendwo gedrückt? Um von der einen Sprache in die andere zu. So, ich habe da auch ein Video drüber gemacht. Interessiert natürlich keinen. Weil wenn nächste Woche Prüfung ist für quadratische Funktionen, dann gucke ich mir natürlich nicht an, wie Daniel erklärt vor ein paar Jahren, da ist ein neuronales Netz dahinter, da ist Mathematik, ja, so, das verstehe ich, dann, so ist, nee, interessiert keinen. Und jetzt auf einmal ChatGPT, mega, die machen für uns die Hausaufgaben, ah, klasse. Ja. Das ist ein super interessantes Thema und wir haben tatsächlich eine deutsche Firma, da ist also wirklich... Wir haben auch in Deutschland da tolle Möglichkeiten. Vorhin war die Frage, was sollte ich jetzt machen? Und diese Reizüberflutung, die man jetzt hat, das habt ihr von dem Podcast gehört. Was muss ich denn jetzt alles machen? Hilfe, macht ChatGPT alles? Wie sieht meine Zukunft aus? Dann sage ich immer wieder, ruhig bleiben. Und deshalb finde ich dieses, wenn mich viele fragen, warum bin ich denn heute hier? Dieses, jetzt könnte man ja meinen, das macht eh alles für einen. ChatGPT könnte euch auch, oder andere Anwendungen, könnte euch auch einen Lehrplan schreiben, könnte euch auch... ChatGPT, mach mir, irgendwann wird es so sein, auf Sprachmodelle, wie bei Siri, selbst Siri hat schon eine Schnittstelle, dann sagt ihr, hey, ich möchte mir, keine Ahnung, ein Schnittprogramm beibringen, mach mir mal einen jeden Tag 2-Stunden-Plan mit einem 80% Anteil an Videos, die sollen im Daniel-Jung-Stil sein, er soll nur aussehen wie Britney Spears und reden wie Arnold Schwarzenegger. Dann wird euch das Modell das kreieren. Und das Thema Vertrauen heißt jetzt, das meinte ich mit, sich damit zu beschäftigen, wie wird das kreiert? Weil ich hätte doch lieber eine vertrauensvolle Person, die ihr vielleicht auch aus eurer Umgebung kennt und tatsächlich noch echt seht. Wenn ich mit meinem Neffen spielen gehe, ja, dann gibt es einfach nichts Größeres, als wenn ich mit dem gerade Hulkland baue. Hulkland ist der Hulk, ist der Grüne von den
Avengers. Kennt ihr den? Mit den, ja? Stehst du einfach da, der ist 5, brauche ich kein Tablet, da brauche ich keine Videos. Der sagt, wir bauen jetzt Highland. Ja? Keine Ahnung, Säge raus, Schubkarre, irgendetwas. Ja? Und das zieht sich jetzt maximal durch, weil viele immer zwischendurch gedacht haben, ah, der Daniel Jung möchte jetzt, dass alle schön brav zu Hause sitzen, Tablet aufmachen und noch ein bisschen Videos gucken und dann läuft das schon. So, und vor 3, 4, 5 Jahren, ich weiß es nicht mehr, ich bin ja so Mathematiker ungefähr, ne? Also glaub nicht, dass Mathematik immer ganz genau ist, habe ich mir einfach gedacht, okay, deshalb habe ich den Podcast gestartet, deshalb rede ich mit anderen Menschen, deshalb lerne ich ständig selber mit dazu. Das heißt, was könnt ihr machen, wenn ihr heute hier rausgeht? Ja? Auch das wieder, wenn ich überlege, wenn ich mich vernetzen wollte vor 20 Jahren, ja, ich hatte wirklich den Klassiker Telefonhörer raus, Wählscheibe. Da komme ich her. Und heute könnt ihr, es gibt eben nicht nur TikTok, Snapchat, Be Real, whatever jetzt als nächstes kommt, Insta, YouTube, Meta, also ehemals Facebook, KI, I don't know, Metaverse. Ihr habt halt auch echt Möglichkeiten, euch im Nachgang hier zu vernetzen. Viele probieren es natürlich auch. Ich habe vorhin gehört, irgendeiner möchte ein Praktikum bei mir machen. Klappt das? Ich weiß es nicht. Sag ich nein, ja, dann ist der nächste. Instagram, Direktmessage, keine Ahnung, Daniel, warum schreibst du nicht zurück? Ja, hat vielleicht nicht geklappt, dann kennt ihr vielleicht irgendeinen anderen. Ihr habt so viele Möglichkeiten, etwas zu machen. So, und deshalb, das habe ich im Podcast ja auch angesprochen, dieses Umsetzen. So, und ihr merkt jetzt schon, wie ich von dem eigentlichen Klaren wegdrifte. Ja? Man kennt mich halt, das ist der Mathe-Typ von der weißen Tafel auf YouTube. Das wäre eigentlich, das ist vielleicht für euch ein Tipp, weil ich kann euch sagen, das sind gerade schlaflose Nächte. Ja? Also du bist verantwortlich für Gelder. Ich muss nicht 2,50 Euro einsammeln, sondern das ist echt ein dicker Batzen. Weil wenn ihr euch vorstellt, ihr wollt ein YouTube ohne Werbung aus Deutschland for free für alle Schüler und Studenten rausfinden, das kostet ein paar Euro. Ja? Und du erklärst den Stiftungen etc. Und deshalb vielleicht für euch, irgendwo findet ihr dann so einen kleinen Fokus, ne? Und müsst nicht 5000 Sachen machen wie ich. So, vielleicht doch, keine Ahnung. Es wäre schön, wenn im Nachgang irgendjemand von euch sich vielleicht irgendwann, oder da freue ich mich dann immer drüber, sagt, hey, nach deinem Vortrag, und deshalb nehme ich die auch immer auf und teile die auf meinen Kanälen, ne? Also ich müsste ja eigentlich immer nur Mathe-Videos weitermachen. Aber manche schreiben dann, ich habe einen Podcast gestartet, einen Schulpodcast. Ich wollte über meine Reise sprechen, wie ich gelispelt habe und mich nie getraut habe, nach draußen zu gehen. Und dann habe ich mir irgendwie, keine Ahnung, habe ich Sprachtraining gemacht, ich habe euch auf die Reise mitgenommen, keine Ahnung. Der nächste, was weiß ich, hat mit ChatGPT rumgespielt, eine Anwendung gebaut und hat mich angeschrieben, danke oder irgendetwas. Ja? Und das finde ich auch so charmant hier in der Talentförderung. Ihr seid ja auch Multiplikatoren. Ja? Also nochmal, es ist super, Ellie Geller, Laserlooker und Co. zu gucken, richtig Spaß zu haben, zu zocken. Ja? Also für mich war es teilweise sehr schwierig, als ich da war im Livestream, das war schon eine andere Erfahrung. Aber es waren auch am Ende des Tages tolle Menschen, die auch viel Wert schöpfen. So, für mich ist meine Nische einfach da draußen im Internet, auch wenn ihr euch mit mir connecten wollt. Ja? Es geht mir immer darum, dass man ein Stück weitergibt, andere inspiriert und dann irgendwie dieses Storytelling macht. Und deshalb interessiert mich auch viel mehr gleich, wenn ihr Fragen habt, um da in eine Interaktion zu kommen. So, was brennt euch? Also, und ich kenne das übrigens, wenn ich jetzt gleich dann öffne für eine Fragerunde, traut euch. Ja? Es gibt keine blöden Fragen. Ja, nochmal. Also vielleicht als letztes so nach hinten raus, wenn ihr was trainieren solltet, ist das wirklich für die Zukunft, die euch jetzt bevorsteht? Und ich glaube, das können die wenigsten noch so erahnen. Vielleicht, wer hat Social Dilemma geguckt? Social Dilemma, haben Sie sonst keiner geguckt? Social Dilemma. Okay, dann fange ich doch mit einem ersten Tipp an. Social Dilemma geht um die letzten 10 Jahre Social Media. Was genau dahinter steckt, aber völlig sachlich, gar nicht kontra oder sonst irgendetwas, sondern nur damit man das versteht, wenn ihr dort unterwegs seid. Und vielleicht erreiche ich ein oder zwei, die sich heute im Nachgang AI-Dilemma auf YouTube angucken. AI-Dilemma. Ich weiß, es ist eine Stunde, es ist eine Stunde lang zu sagen, oh, ich setze mich jetzt eine Stunde hin. Es wird super sachlich, authentisch erklärt, was dort gerade passiert mit KI. Top. Kein Bashing, kein nix. Und in welche Dekade ihr jetzt kommt. Und nur um das mal anzureißen, es geht gar nicht darum, dass ChatGPT die Hausaufgaben macht und sonst irgendwas Tolles.
Es geht tatsächlich darum, dass diese Technologie das erste Mal so wuchtig ist und auf uns losgelassen ist und wir überhaupt keine Erfahrung haben und wir gar nicht mehr wissen, was echt ist oder nicht. Ja? Also ich kriege letztens einen Screenshot, da steht dann irgendwie ein Chatverlauf von mir, von meinem Instagram-Kanal mit jemandem, der mir ganz höflich eine Frage stellt, kannst du mir bei der Bruchrechnung helfen? Und ich antworte, das Einzige, was passiert, wenn du mir nochmal schreibst, ist, dass deine Nase bricht. Diesen Screenshot teilt wiederum einer bei Twitter und unten drunter schreibt einer bei Twitter, ich dachte immer, Daniel Jung ist ein Ehrenmann. Das war die, ja, ihr lacht, das ist die sanfte Vorstufe von, ich kann nicht mehr ausloten, hat das wirklich, weil es war täuschend echt schon. Und das war noch, und der hat noch nicht wirklich Dolly und Co. genutzt, um das noch besser zu generieren. Das heißt, Dinge zu hinterfragen, wer schickt euch etwas, was passiert da und was kann jetzt KI eigentlich? Und am Ende des Tages ist es wirklich nochmal umso wichtiger, dass ihr solche Aktionen vor Ort habt mit Menschen, weil ihr seht mich jetzt, trotzdem ist es eine Challenge, ne? Ist jetzt, bin ich ein Roboter oder nicht? Ihr lacht jetzt und das wäre schön, was ich vorhin angedeutet habe, an so einem freien Tag in der Schule, sich einfach mal ein paar Vorträge anzugucken, Boston Dynamics trifft auf neuronale Netze und dann steht da auf einmal jemand wie ich, vielleicht bin ich ein Roboter, aber ihr habt jetzt geschmunzelt, natürlich sind wir wohl echt, gehe ich jetzt mal davon aus. Und deshalb habt ihr hier vertrauensvolle Inhalte. Diese Inhalte werden geteilt und die muss mir kein ChatGPT mit einer Schnittstelle zu Video.ai erstellen. Dann ist da irgendein Avatar. Ich habe das gesagt und ich mache seit 20 Jahren jetzt insgesamt nichts anderes, als mich mit digitalem Lernen und Lehren beschäftige, mit frühkindlicher Phase und der Intention eigentlich, so einen Antrieb zu machen, dass ihr mal einen Teil eurer Zeit nutzt, das eben auch parallel zu irgendwelchen Angeboten zu nutzen. Und ich weiß, wie schwierig das ist, sich zu sagen, sich eine Stunde AI-Dilemma anzugucken. Aber die, die hergehen und sagen, jede Woche nehme ich mir jetzt eine Stunde und ich gehe jetzt proaktiv in diese Netzwerke, ich weiß, es wird irgendetwas aufblinken oder irgendwas, aber nein, ich gucke mir jetzt einen TED-Vortrag an, dann unterhalte ich mich mit einem darüber, dann gebe ich meiner Lehrkraft die Intention oder einem Kommilitone, dann starte ich einen Podcast, ich weiß es nicht. Das fände ich schön. Und wer mich auf der Reise begleitet oder begleiten will, weil diese Infos gebe ich auch permanent weiter auf meinen Kanälen. Ja? Also ihr werdet bei YouTube natürlich immer noch die Mathe-Videos finden. Ihr werdet auch auf der neuen Plattform alles for free finden. Aber ich finde es halt total charmant. Und meine Mutter ist dann meistens immer traurig. Ne? Du hast ja gar nicht so viele Aufrufe. Ne? Also Parabelübersicht, 3 Millionen Views. Ne? Ja. Und keine Ahnung, Empfehlung für AI-Dilemma, 200 Views. Ne? Aber wenn von den 200 zwei dabei sind, die es auch wieder weitergeben, dann eine Diskussion anregen und dann weiter transportieren und dann kann man diese Zeiten, in denen ihr jetzt lebt, irgendwie aufgreifen und wirklich sich um das Wesentliche kümmern. Ne? Denn das ist wiederum, das sind die guten Neuigkeiten, nicht zu viel Stress. Ja? Also Terminator wird jetzt nicht nächste Woche kommen und uns alle irgendwie killen oder so, aber man sollte sich halt damit beschäftigen. Und da das so schnell jetzt geht, deshalb bin ich halt hinterher, Freiräume zu schaffen. Und vielleicht werden es ein paar Lehrkräfte nutzen, ein paar Schülerinnen und Schüler zusammen und dann vielleicht irgendwann den, viele würden wahrscheinlich sagen, der freie Montag wäre toll, ne? Also ich habe das damals auch immer gehabt, ne? Montagsmorgens 7.50 Uhr, oh, Deutsch. Vielleicht machen wir dann mal den Montag über, heute gucken wir TED-Talks, ja, und diskutieren gemeinsam, wer weiß. Ich bin da positiv gestimmt und mache die Reise weiter und teile das eben noch auf meinen Kanälen. Deshalb, ihr seid herzlich eingeladen, das natürlich auch zu teilen. Und ich nochmal, ich freue mich über jeden, der selbst auch motivierterweise dann eben, wenn sie diese Dominosteine weiter mit ankickt oder Glücksprinzip wieder 3 erreicht. Ja? Und keine Angst, ich mache jetzt keine Exponentialfunktion draus. Könnte man aber machen. Deshalb finde ich überhaupt klasse, dass ihr bei diesem herrlichen Wetter, bei dem man anderes machen könnte, ja, zum Beispiel Mathe, irgendwo anders, dass ihr hier seid. Und nochmal, fragt mich gerne, was euch auf dem Herzen brennt und ich versuche irgendwie meinen besten Input darauf zu geben. Ne? Also deshalb nochmal danke, dass ihr hier seid und freue mich jetzt noch auf den weiteren Austausch. Und, genau, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich so ganz klassisch wie in der Schule. Ich weiß nicht, haben wir Mikros, die rumgehen? Soll ich? Aber bei der Akustik, glaube ich, kannst du auch, oder sonst kriegst du meins. Da würde der Mathematiker jetzt sagen, hättest du hierher. Hi,
Hi, also erstmal danke, dass du da bist. Voll cool, dich auch mal in echt zu sehen. So. Ich wollte fragen, warum eigentlich Mathe? Also was hat dich so fasziniert an dem Fach? Weil es ist ja, also es gibt Menschen, die mögen das Fach, aber es gibt natürlich auch deutlich viele Menschen, die es nicht so mögen. Ich mag es tatsächlich sehr gern, aber warum hat es dich so fasziniert? Ja, das ist ein ganz einfacher Hintergrund. Meine Oma hatte mir damals in sehr jungen Jahren ein Büchlein, so ganz klassisch, geschenkt. Und das war wirklich, ich weiß schon gar nicht mehr, wovon es ist. Ich habe das noch irgendwo zu Hause liegen, das völlig zerfeddert, mit Tesafilm dran geklatscht, weil ich das wirklich, und das war in Buchform toll erklärt, bunt, hat total Spaß gemacht. Und dann habe ich mich dabei erwischt, dass ich eigentlich immer nur zwei Dinge gut konnte während der Schullaufbahn. Ich war immer gut in Mathe und in Sport. Und dann, keine Ahnung, und dann habe ich immer gerne erklärt und dann zog sich das so durch. Und dann, es gibt tatsächlich auch ein Mathe-Gen, ne, das werdet ihr wahrscheinlich nicht glauben, aber das gibt's, das hat jeder übrigens. Man muss es nur wecken. Und das war vielleicht diese eine Initialzündung. Hätte ich wahrscheinlich dieses Buch nicht gehabt. Jetzt sind wir hier wieder beim Thema. Ne? Hätte keiner Jaske irgendwie rausgekitzelt, wäre sie vielleicht nicht hier, hätte ich das Buch nicht gehabt, hätte ich nicht, das muss ich auch zugestehen, ich hatte von der 5. bis zur 8. Klasse wirklich einen super Lehrer, ja, der eben nicht so war, griesgrämig und aufschlagen und Test und alle eine 5, sondern der wirklich motiviert hat. Ne? Und das glaube ich bis heute, dass alles Digitale, alle KI optimieren kann, viel mehr den Zugang ermöglichen kann, aber der Mensch einfach weiterhin die größte Rolle spielt. Das kann dieses eine sein, ich schenke dir jetzt ein Buch für Mathe oder was auch immer. Ja? So, das, ja. Meldet euch gerne, so ganz klassisch, und dann schmeißt jemand das Mikro rüber. Hallo Daniel, wir reden ja die ganze Zeit über Umbrüche, Revolution etc. pp. Was für Fächer würdest du denn zum Schulsystem ergänzen wollen und welche würdest du denn rausstreichen wollen? Weil wir haben ja eigentlich seit Jahrhunderten die gleichen Fächer, wohl? Also ich hatte tatsächlich einen in meinem Podcast, Bob Blume heißt der, der ist auch sehr omnipräsent gerade, der sagte was Interessantes, dass du manchmal eben auch ein Fach tatsächlich einführen musst, weil da eine Struktur da ist. Ne? Also ich frage mich immer, warum muss ich ein Fach Medienkompetenz einführen? Warum kann ich das nicht einfach machen? Weil es ja eben, offensichtlich scheint es so schwierig zu sein. Und wenn ich das habe, dann kann ich vielleicht dort ein bisschen was reinschreiben und es so verankern im System. Weil ich habe immer gesagt, warum brauche ich noch ein Fach? Oder warum muss ich irgendwas streichen? Ja, auch Geschichte kann interessant sein, wenn ich dann mit, keine Ahnung, ChatGPT rumspiele, etwas generiere, diskutiere, dann, keine Ahnung, den Informatiker mit dem Biologen zusammenbringe. Ich habe ehrlich gesagt, ist für mich dort die Lösung, ich glaube einfach, hier bei uns dauert es zu lange, bis es wirklich die ein, zwei oder drei Fächer gibt. Und dann ist, aber das kann, ist eben meine persönliche Meinung oder mein Versuch, es gibt genug Lehrkräfte, die sich sagen, ich kann Medienkompetenz, Empathie, glücklich sein, Zukunft der Arbeit, da muss ich jetzt kein neues Fach machen, es gibt ja genug Materialien im Internet, es gibt genug Veranstaltungsmöglichkeiten. Ich muss einfach in der Lage sein, an einem Freitag zu sagen, ich gehe jetzt hier nach Gelsenkirchen zur Talentförderung. Ja, wenn ich dann aber 10 Anträge schreiben muss und noch 3 Jahre warten muss, bis irgendein neues Fach verabschiedet ist, dann ist nichts. Und wir reden schon sehr lange. Also ich mache das ja schon seit 2011 mit Digitalisierung, Transformation der Schule. Deshalb glaube ich einfach, die größte Kraft liegt dann direkt im System bei den Lehrkräften, die ich auch mitbekommen habe, die mir viel zurückgespult haben, die wollen und wollen und wollen und sind so kurz vorm Ausbruch. Aber sagen sich dann vielleicht, wenn ich was falsch mache, verliere ich meinen Beamtenstatus. So, und da sind vielleicht, ich glaube, wenn man denen sagt, da bin ich wieder bei, keine Ahnung, pack 10 Stiftungen zusammen, ich sage, dann fangen wir heute nicht auf. Dann werden manche sagen, okay, jetzt mache ich an dem Freitag hier, keine Ahnung, fahre ich hier zur Talentförderung, ja? Ich hole mir noch die Einwilligungserklärung, dass ich auch mit dem Bus dahin fahre, dann machen wir einfach. Und im Moment, also auf den Kern der Frage zurückzukommen, ich glaube, neue Fächer kann man runter diskutieren, wie du willst, werden eh lange nicht verabschiedet, vielleicht kommt jetzt Informatik, dann ist aber auch wieder alles erholt, was sich alles ständig macht, mehr Freiräume, mehr Aktionen und diese Sachen nutzen, die schon da sind. Weil dann lernst du die auch hier bei so einer Veranstaltung.
Achso, ich muss ja, soll ich dran nehmen? Vielleicht switche ich immer, wo das Mikro ist, hier, wo ich dachte Messi, aber fast. Warte, du kriegst auch ein Mikro, glaube ich. Hallo Daniel, hi. Schön, dass du da bist. Und ich wollte fragen, wie waren deine Noten außer Mathe und Sport? Die waren da. Nochmal? Deine Noten außer Mathe und Sport, die waren safe krass, aber die anderen. Ja, so im, also gut, ich habe immer gerne Mathe und Sport gemacht, aber ich war auch schon immer so ein, also ich war sehr strebsam, sag ich mal. Aber ich hatte auch tatsächlich mal eine 4 auf dem Zeugnis. Das war in Kunst, was ich nicht verstanden habe. Wie bemisst du Kunst? Nur weil ich da den Pinselstrich anders gemacht habe. Aber im Lehrplan stand, du musst einen Schräg oben im Winkel von 45 Grad machen. Ich habe so schön schwarz, so, keine Ahnung. Aber grundsätzlich war so 2er-3er-Bereich. Aber das ist schon so eine Frage, also da würde mich interessieren, ne? Noten ist sowieso so ein Thema, ne? Also eine Bemessbarkeit ist natürlich nicht verkehrt. Aber ich sag mal, da haben wir noch ein bisschen Spielraum, da was zu optimieren. Also zu sagen, oh, du hast eine 3 in Mathe. So, weil ich habe ja vorhin gehört, nur eine kurze Anekdote. Es hat jemand für seine Klausur gelernt, eine quadratische Gleichung zu lösen mit meinem Video, mit der PQ-Formel. Der ist dann also hergegangen, hat mit der PQ-Formel gelöst, es war nur Punkte. Und schreibt unter mein Video, du Hurensohn. So, jetzt sind wir beim Thema Kommunikation, Emotionen. Ich kann schreiben, was ich möchte. Was ist passiert? Die PQ-Formel zu nutzen als eine Möglichkeit, eine quadratische Gleichung zu lösen, funktioniert nicht immer. Ja, dann gibt es noch andere Möglichkeiten und man hat halt im Unterricht quadratische Ergänzung durchgenommen und die war Voraussetzung. Jetzt kann man natürlich diskutieren. Man gibt etwas vor, ja, man sollte dem vielleicht vertrauen, der etwas vorgibt und das dann auch machen. Was ich mir gedacht, also ich überlege mir jetzt, weil ich bin auch schon mit meinem Neffen streng, ne? Also ich gebe auch schon Leine, aber manchmal sage ich jetzt Schluss. Also ich hätte jetzt Folgendes gemacht, ich hätte gesagt, bravo, du bist eigenständig ins Internet gegangen. Du hast irgendwie vielleicht mir im Unterricht nicht folgen können und du hast dir etwas beigebracht und es richtig gemacht. Ich hätte auf die Schulter geklopft und hätte gesagt, wir müssen nur über eine Sache sprechen. Wenn du bei Rot über die Ampel läufst, kann es passieren, dass sich ein Auto umfährt. Es gibt also Regeln, die man vielleicht befolgen sollte, weil die Sinn machen. Dann können wir jetzt darüber reden, warum hast du es nicht verstanden etc. Aber allein einfach nur Strich, null Punkte, Folgereaktion, Daniel Jungkrieg kommentiert, du Hurensohn. Du, ne? Und dann wieder, wenn du einen hast, der vielleicht auf Hurensohn so eingeht und sagt, ey, aber du bist auch, ich habe dann gesagt, hey, was ist los? Ne? Du gehst halt drauf ein. Und das ist einfach nur mal so als Hintergrund, ne, was da so passieren kann. Ne? Wo ich mir so sage, also da ist so ein bisschen Spielraum so zum Thema, ja, du machst eine Bemessbarkeit, wie ist der Stand gerade, kann er das lösen, wofür braucht man das? Und Noten ist, wie gesagt, ein eigenes Thema. Ich glaube, nochmal, so Bemessbarkeit, ja, irgendwo, wo bist du, aber ich würde jetzt auch nicht so viel Panik schieben, wenn ich in Mathe eine 3 habe und irgendwo sagt einer, aber nur mit 2 bist du wirklich richtig gut. Weiß ich doch gar nicht. Kriege ich aber heutzutage eh raus. Wenn du jetzt bei mir anfangen würdest, und du solltest Sachen skripten und bei dir steht auf dem Zeugnis eine 4. Das werde ich schon rausbekommen dann. Und auch würde ich dir die Möglichkeiten geben, mal zu testen, selbst Dinge zu lernen und dann sehe ich schon. Ne? Also es ist ein ganz anderes Portfolio jetzt mittlerweile. Ne? Ich darf mich jetzt nicht in der Notensache verlieren. So. Achso, ja. Erstmal hallo Daniel. Ich hatte eine Frage und zwar, vorhin haben wir allgemein über das Thema Motivation geredet und da war ja auch die Frage im Raum, warum Lehrer und nicht Roboter? Und für mich wirkt es heutzutage sehr so, dass viele Schüler, sehr, sehr viele Schüler, zur Schule gehen, weil sie das Gefühl haben, sie müssen es für die Noten allgemein nicht selber zum Spaß oder dessen, dass sie etwas lernen wollen. Und da ist ja auch dieses Thema Motivation mit drinne und ich weiß nicht, ob Sie diese Frage allgemein so schnell beantworten können, weil man da auch sehr, sehr viel mit hineininterpretieren kann. Aber was würden Sie sagen, fehlt allgemein, was die Schüler motivieren sollte, zur Schule hinzugehen, um selber zu wollen, dass man etwas lernen möchte,
nicht nur allgemein, nur auf die Note bezogen, sondern einfach nur aufs eigenen Stand. Weil es war ja auch das Thema so, dass die Digitalisierung, dass das Schulsystem veraltet ist, vielleicht das auch ein Grund sein kann. Dann kommt jetzt immer mehr die Digitalisierung und es hat sich allgemein kaum darauf etwas geändert, dass Schüler immer noch sagen, ey, ich gehe nur zur Schule hin, weil ich die Note haben möchte für die Zukunft von mir und weil ich das Gefühl habe, ich muss es. Nicht, weil ich das Gefühl habe, yo, es macht mir Spaß. Ja, das ist der heilige Gral. Ne? Warum mache ich das hier? Also warum gehe ich in die Schule? Ne? Und die Aussagen sind bisher auch von Lehrkräften zurückgespult. Ist tatsächlich so, dass du den Wisch kriegst, wo was draufsteht, wo du weiter mitmachen kannst. Ne? Also da steht, Wisch ist das Zeugnis, Noten und dann kann ich mich bewerben. Das ist leider die, und jetzt die Frage, wie kriegst du das anders hin? Ja, ich kann dir die Antwort leider nicht geben, weil ich rede da seit Jahren drüber, dass es schon gut ist, weiterhin in einer Umgebung zu sein, also alles abgespult. Aber es wird nicht unbedingt scheitern, ob du eine 2, 3 oder 4 hast. So, klar, jetzt kann man wieder diskutieren, eine 2 zeigt aber, dass du akribisch warst oder nicht. Es war eine Zeit lang auch so, dass viele Firmen keine andere Mechanik hatten, dann dich zu rekrutieren. Jetzt gibt es Assessment Center, du lernst im Prozess, die meisten Firmen schmeißen dich erstmal ins Team, fragen das Team dann, wie habt ihr zusammengearbeitet? Das ist alles, also wie du das jetzt aber in die Schule transportierst, dass dann auch sowohl Lehrkräfte als auch Schülerinnen und Schüler sagen, ach so, und dann ist der Ort auch eben cool. Boah, es hängt an so vielen Sachen. Ja? Also ich versuche, so viel Content wie möglich zu produzieren, so viel reichweitenstarke Menschen wie möglich mit ins Boot zu holen. Auch ein Lehrer Schmidt, ja, den hatte ich 2-mal schon in meinem Podcast. Ja? Ich plane mit dem eine Aktion vor Ort an seiner Schule, weil er auch noch Schulleiter ist. Und dann sagt er vor Ort, woran es scheitert, was aber auch gut gelaufen ist und dass die Kids die Videos additiv nehmen, dann kriegst du die Aussage und vielleicht geht dann so eine Welle los, weil es gibt nicht, so wird es dann passieren. Ne? Ich glaube, auch wieder Thema Vernetzung, ganz viele, die darauf aufmerksam machen. Ja? So, und dann aber auch erklären, nein, es geht nicht, Pauschalaussage, Bild, Überschrift, Daniel Jung will, dass alle Noten abgeschafft werden. Nein. Ja, sondern ganz sachlich. So. Nochmal, ich sehe die Chancen in den Multiplikatoren, gerade von vielen im Internet, nennen wir sie mal Edu-Creator, keine Ahnung, sowas. Sorry, das war jetzt nicht die Antwort. Ja, das ist das neue Schulsystem, es ist halt so schwierig. Ne? So, jetzt mache ich mal hier. Lady? Ja. Ja, also hallo auch nochmal von mir. Und ich hatte in meiner gesamten Schulzeit eigentlich das Gefühl, dass Mathe das Fach ist, was am meisten Hass abbekommt. Das könnte daran liegen, dass es für einige etwas komplex ist, aber meine Vermutung ist, dass es auch daran liegt, dass einige den Bezug zum Alltag in Mathematik gar nicht finden. Und dann wäre meine Frage an dich oder an Sie, wie würdest du es denn gern ändern wollen? Also vielleicht bezogen auf den Lehrplan, dass Schüler und Schülerinnen den Bezug von Mathe auch im Alltag wiedererkennen, weil der ein oder andere versteht einfach nicht, warum wir jetzt eine Integralrechnung machen müssen, wobei man das jetzt vielleicht beim Einkaufen oder allgemein, wenn man jetzt nichts mit Mathe studieren will, braucht. Ja, man merkt, wie komplex es ist, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Ich fange mal sehr frühkindlich an. Was sich durchzieht bei euch allen, ist die Schwäche beim Kopfrechnen. Und man hat Angst schon, etwas vor der Gruppe vorzumachen. Und erste Sache, wenn ich jetzt die Entscheidung hätte, wäre, ich würde vedische Mathematik den Lehrkräften in der Grundschule mitgeben oder erzählen, was das ist, damit die das dann mit den Kids machen. Das ist die schlauen Inder mal wieder, ne? Haben so die ganze Zahlenwelt durchforstet und haben verschiedene Muster erkannt. Das kannst du mit Kids ganz wunderbar trainieren. Dann verlieren die Angst vom Kopfrechnen, weil sie es einfach können. So, und das kannst du immer wieder machen. Schritt 1, das ist sehr lebensnah, weil es geht immer darum, egal wo wir jetzt gerade sind, man kann euch immer ein bisschen versuchen zu betuppen und dann könnt ihr nachrechnen eben, Prozentrechnung etc. Dann natürlich anwendungsorientiert. Ne? Warum soll ich 200 Seiten Text lesen für, das ist ein Quadrat, dann kommt wieder 5 Millionen Seiten Text, Aufgabe, ich weiß hinten nicht, wo vorne war. Und dann kannst du eine tolle, keine Ahnung, Robotikeinheit machen, einen Roboter im Quadrat fahren lassen. Dann lernst du spielerisch, wie du ihn ansteuerst, wie du einen rechten
Winkel programmierst, dann fährt er den, oh, der ist zu lang gefahren, nee, alle Seiten sind gleich lang, du erlebst es, dann kannst du einen Teamwettkampf draus machen. Alles schon da. Auch schon Projekte unterstützt, eins nennt sich Open Roberta, ist völlig for free, könnt ihr jetzt umsetzen, könnt ihr morgen der Lehrkraft sagen, Roboter, Lego, etc. Da könnte ich jetzt, ich könnte eine Stunde jetzt dir Lösungen machen. Und wer setzt sie um? Ja, einer muss sie halt umsetzen. Das wird kein ChatGPT sein, das wird nicht der Pepper, dieser Roboter sein, den ihr manchmal so seht, der dann so beim Messen so steht, hallo, wie geht's dir? Ich bin Pepper. Und dann wird der, das muss einer, da, es fehlt noch so die Initialzündung bei einem signifikanten Teil, ich bin leider immer bei den Lehrkräften, die dann sagen, wir machen jetzt einfach. Weil es ist alles, alle Möglichkeiten. Da. Und dann wird umgesetzt. Ja? Lösungen sind alle da. So, aber vielleicht ganz schnell, vedische Mathematik. Guck dir das mal an, zwei Videos. Hammer! Du wirst lachen, vor Freude Mathematik betreiben. Sollen wir sagen, noch drei kurze Fragen, damit danach noch genug Zeit ist? Achso, ja, also wenn ihr mich nicht stoppen würdet, wären wir wahrscheinlich die ganze Nacht hier. Ne? Also, ich will jetzt keinen, ich switch immer von links nach rechts, ganz hinten jemand mit der Cappy. Ja, also ich bin Bär, ich bin 16 und meine Frage ist, ob du denkst, dass Schule der Weg zum Erfolg ist oder ob es bessere Wege gibt. Auch hier wieder, hat von euch schon mal jemand die Definition für Schule hinterfragt oder was das ist? Wahrscheinlich nicht. Auch ich, also nach der Schule habe ich Bücher auf einmal gelesen und dann, ihr müsst euch Folgendes vorstellen, das sind vielleicht schlechte Nachrichten zuerst, aber es sind dann doch wieder gute. Ihr seid jetzt eine Generation, die ein Leben lang in die Schule geht. Ich weiß, du gehst jetzt schon, aber das ist wirklich so, das ist, oh Gott, ein Leben lang Schule. Und jetzt die Definition. Schule ist per se ein Ort, wo Lernende und Lehrende zusammenkommen. Und das, heute machen wir gerade Schule und hoffentlich ist es für den größten Teil nicht unspannend, und es kann heute ein Weg zum Erfolg deiner Zukunft sein, weil du das und das mitgenommen hast. Und da denken so viele nicht drüber nach, weil viele sagen sich, ja, Schule ist irgendwas bis mittlere Reife oder Abi, dann ist Schluss, dann mache ich entweder Studium oder Ausbildung etc. Aber Schule mal zu sehen als Ort, wo Lernende und Lernende zusammenkommen, sowohl physisch vor Ort als auch online ein Leben lang und diese Sachen immer wahrzunehmen. Und das auch als Tipp, ich würde solche Veranstaltungen maximal in eurer Zeit suchen, also suchen, wo sie angeboten werden und auch besuchen. Weil sich hinterher zu vernetzen mit Menschen, hey, ich habe dich doch auf der Veranstaltung getroffen, du hast doch das und das gesagt, können wir nochmal eben austauschen. So, wie willst du Erfolg definieren? Erfolg ist ja jetzt für eure Zukunft, ihr seid nicht mehr wie vergangene Generationen, ich mache eine Ausbildung und mache dann 30, 40 Jahre immer das mit so ein, zwei Zusatzausbildungen zwischendurch. Ihr geht ja in eine Welt, wo sich permanent etwas verändert. Vielleicht macht ihr 3 Jahre, 1,5 Jahre, vielleicht nur 6 Monate euren Job und dann ist er schon wieder weg. Wie bereite ich mich darauf vor? So, das heißt, in frühen Jahren, Schule wieder so per Definition bis 14, 15, 16, 17, 18, definitiv und auch weiterhin vor Ort stattfindend, mit allen hoffentlich Optionen Digitales, ist natürlich die Zusammenkunft, wo der Erfolg deines späteren Lebens, ich will jetzt nicht sagen definiert wird, aber hoffentlich geebnet wird, ja, damit du dich in der Welt zurechtfindest. 16 hast du gesagt, bist du. Ja. Ein spannendes Jahrzehnt steht bevor, ne? Wo man früher gesagt hätte, oh, Ausbildung, zack, und dann 30 Jahre, Rente, weg. Nee. Und damit würde ich mich beschäftigen. Jetzt war ich auf der Seite, dann wieder rüber und auch nach hinten. Chris, auch ein Mikro. Hallo, ich frage mal aus Lehrersicht. Ja. Und zwar haben wir bei uns an der Schule ganz viele Schüler, die in Mathe gar nicht so sehr an Mathe scheitern, sondern an der Sprache, die mit Mathe inzwischen verbunden ist. Und da wollte ich einfach fragen, ob du Tipps oder so hast, wie man Sprache in Mathe besonders gut fördern kann. Ja, also der beste Tipp erstmal ist Google. Warum? Weil du kannst bei Google relativ schnell eingeben, weil bevor ich dir jetzt eine lange Liste erzähle, Hilfe, die Sprache zu lernen. Dann bist du vielleicht bei Duolingo, ja, kannst das vielleicht nutzen, gibst das als Hint weiter. Ich habe zum Beispiel eine Rückmeldung, mir haben tatsächlich manche geschrieben, ich habe durch deine Videos Deutsch gelernt. Ich so, warum das denn? Sagt er, ja, ich war ein Flüchtling, ich habe mir dann deine Videos angeguckt, immer wieder und immer wieder,
mit Untertiteln und habe dadurch Deutsch gelernt. Also da kommen ganz banale Sachen raus und es gibt ganz viele auch digitale Möglichkeiten, weil man ja jetzt nicht selber sagen könnte, ja, du würdest jetzt sagen, okay, es scheitert vielleicht. Ich sage jetzt mal, du hast einen überwiegenden Teil an ukrainischen Schülerinnen und Schülern drin. Ne? Findest du jetzt mal eben einen, der Nachhilfe macht? Vielleicht nicht. Gibt es aber vielleicht eine App wie Duolingo, die du nutzen kannst und die empfehlen kannst? Jetzt kommt die nächste Sache wieder. Kostet der Duolingo Pro-Zugang vielleicht etwas? Keine Ahnung, vielleicht kriegst du einen, der es mit sponsert und dann macht er das in der Klasse. Also diese Sprachbarriere auch irgendwie, dass man daran nicht scheitert. Es gibt so viele tolle Applikationen, die du, wenn du dir sagst, heute im Nachgang suche ich mir, und wirklich, selbst wenn du ChatGPT nutzt, und das ist manchmal tatsächlich, wo ich sage, ChatGPT muss mir nicht irgendeinen Text generieren, wo ich nicht weiß, wie das System gelernt hat, sondern gib mir noch mal bitte eine Empfehlung für 10 Möglichkeiten, eine neue Sprache zu lernen. Und dann spuckt er dir die Sachen aus. Dann machst du, weil ich dir vertraue als Lehrkraft, noch eine Recherche bei Google, sagst, die 4 Sachen waren blöd, die 6 kommen raus und kannst die dann mit als Hilfe geben. Ich weiß, das klingt jetzt sehr banal, aber wenn du da ein paar Stunden Zeit reinsteckst, ich kann dir jetzt nicht die eine geben, ne? Weil das hängt ja von so vielen Faktoren ab. Aber das würde ich wirklich, dafür würde ich auch eben das nutzen, was das Internet für Möglichkeiten gibt. Und es würde mich jetzt interessieren zum Beispiel, ne, Thema, das eine ist Talentscouting, das andere ist Problem-Scouting. Wie ist das Sprachproblem? Wer hat das bei euch? Wie viele? Wie kannst du das entzerren? So, aber das wäre doch ein spannendes Projekt. Könntest du auch direkt verfilmen. Na, du lachst. Was meinst du, wie viele diese Frage haben, aber die Lösung nicht wissen? Ja? Und du gehst dann auf die Reise und verfilmst das. Das fände ich zum Beispiel super spannend. No pressure. So, jetzt da, nach da, vielleicht hin. Mikro kommt. Also erstmal Dankeschön, dass du hier bist. Oh, tut mir leid. Und ich hoffe, es ist okay, falls ich dich duze. Ja, das freut mich immer. Fühle ich mich jünger. Okay. Das Thema Chancengleichheit wurde ja vorhin bereits angerissen. Und was ich mich jetzt frage ist, hast du vielleicht Lösungsansätze, die halt zur, wie man halt die Chancenungleichheit verhindern kann, beziehungsweise bist du der Meinung, dass wir hier, also als einzelne Person, auch irgendwie etwas dafür tun könnten, um die Chancengleichheit zu fördern und die Chancenungleichheit zu verhindern? Wir haben, nochmal, wir haben ein Problem von menschlicher Arbeitskraft im Bereich, wir motivieren andere, wir hinterfragen einfach nur, wie es dir geht, wo hast du gerade Probleme. Es wäre jetzt schade, und ich habe vorhin die Khan Academy angesprochen, Salman Khan, der Gründer, arbeitet seit einem Jahr mit OpenAI zusammen. Sie haben Khan Mingo jetzt rausgebracht, das ist ein intelligenter Tutor, mit dem du so chatten kannst, auch for free. Und die ersten Ergebnisse sind, dass du dich halt traust, Fragen zu stellen. Khan Mingo antwortet dir, es ist, finde ich, ein bisschen besser, als wenn du es mit Snapchat machst, weil ich weiß nicht, was Snapchat für einen Hintergedanken hat. Aber es geht nichts darüber, den Menschen zu haben. Was jetzt jeder machen kann, ist eigentlich, jeder könnte ja überlegen, bin ich nicht vielleicht Motivator, Talentförderer? So, wo sich jetzt viele sagen, ich hatte das auf meiner Plattform zum Beispiel, da hat ein 9. Klässler geschrieben, weil wir gesagt haben, jeder kann anderen helfen. Und der 9. Klässler fragte, aber wie kann ich den anderen in Mathe helfen? Ich bin doch kein ausgebildeter Lehrer. Aber manchmal ist es so, wenn der 6. Klässler eine Frage in Bruchrechnung hat, ist der 9. Klässler so nah dran und redet auf einer Ebene. Und nicht von ganz weit oben und warum weiß er das nicht? Und KI-Tutoren können diese Empathie aufnehmen, aber es ist halt immer noch besser, wenn der Mensch es macht. So. Und deshalb, um dann jedem die Chance zu geben, ja, dann wissender zu werden, hinterfragt zu werden, braucht es halt echt Menschen. So. Und vielleicht, keine Ahnung, bist du schon hier mit dabei, hier vor Ort als Talentförderer? Weiß ich nicht, aber hast du hier schon mal einen Kurs gemacht? Ja, ja, super. Dann vielleicht kannst du andere animieren, vielleicht kennst du 3, denen du das wieder sagst. Wir brauchen euch. Vielleicht kennst du einen, der in Hamburg wohnt, wo es noch nicht so ist. Ja? Und dann Multiplikatoren sein. Ne?
weil man merkt ja gerade, dass die Digitalisierung mit Inhalten eigentlich Chancengleichheit ermöglichen sollte, aber dann bist du doch irgendwo in der Familie mit drei Kids, bist nur vielleicht in einem Zimmer und hast vielleicht ein Tablet und dann kann nicht jeder mal eben YouTube streamen, da muss überhaupt noch erst hingehen. Wenn du aber ein Angebot um die Ecke hättest, weil einer kennt, der einen kennt und du nimmst die drei mit und holst sie ab und hast die Interaktion, ne, also das fände ich toll. Ja. Dann wäre jetzt nach meiner Rechnung, nach meinen bescheidenen Mathekenntnissen die drei letzten Fragen rum. Ist doch eigentlich auch ein ganz schönes Schlussthema jetzt gewesen mit der Chancengerechtigkeit. Und vielleicht mögt ihr, Hilke und Markus, zum Abschluss noch ein paar Worte sagen. Entschuldige, ich will dich nicht unterbrechen. Da würde mich aber mal interessieren, ich komme nicht über Eli Geller hinweg, ne? Das, weil ich gucke dich jetzt an, weil du ihn ja auch kennst, ne? Die Möglichkeiten zu nutzen, zum Beispiel von Twitch oder YouTube Livestream. Ich überlege, ob ich einen Livestream mache, nicht um langweilig Mathematik zu machen, sondern um Q&A so zu machen. Weil es interessiert mich ja jetzt. Und ich denke mal, einige haben jetzt gesagt, ich hätte aber gerne auch die Frage gestellt. Ne? Und jetzt muss ich gleich vielleicht irgendwann sagen, ich muss morgen um 3 Uhr raus und zum Flughafen. Also ich kann nicht bis endlos heute hier stehen. Dann tut mir schon wieder leid, weil ich kann eigentlich nicht Nein sagen. Aber vielleicht für euch nur mal, ich plane in dem Sinne Livestreams zu machen, um darüber zu sprechen, ja, dass ihr vielleicht dort die Fragen stellen könnt. Ja. Ich denke da mal drüber nach, ja, ob man das jetzt in Anspruch nimmt oder nicht, aber das merke ich immer wieder, dass ich kann noch 20 Vorträge halten, immer wieder sagen, 2011, erstes Mathe-Video, aber das ist viel interessanter, weil ich daraus dann raushöre, was ist eigentlich wirklich interessant und wie kann ich da Input geben. Ne? Also das wollte ich jetzt nur eben gesagt haben, für die sich jetzt fragen, Mann, wann kann ich dir denn diese Frage nochmal stellen? Wieder, Ball zurück. Vielen Dank für den Hinweis noch. Daniel Jung, Wahnsinn, ein Marathon heute an spannenden Themen, an Gesprächen. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich glaube, das war sehr inspirierend für alle hier Anwesenden und einen ganz großen Applaus für Daniel Jung und sein Team. Applaus